Die Zuge bereits nach einer Minute in Überzahl und das Powerplay ist ja eine Stärke der Zentralschweizer. So auch heute Rüfenacht zum 1:0 für den EVZ. Nach 13 Minuten die zweite Strafe gegen Ambrì. Björn Christen traf zum 2:0. Doch Schlusslicht Ambrì überzeugt auch heute mit einer kämpferischen Einstellung. Im Nachschuss verkürzte Paolo Duca auf 2:1. Die Partie auch im zweiten Drittel animiert. Adrian Brunner mit dem Ausgleich für die Tessiner nach 32 Minuten. 59 Sekunden später die Zuge mit Josh Holden und der bezwang Bäumle sicher zum 3:2. Erneut verstrich keine Minute und schon war das Resultat wieder ausgeglichen. Loh, der Torschütze für Ambrì. Es kam sogar noch besser fürs Schlusslicht. Schönenberger brachte die Tessiner nach 36 Minuten erstmals in Führung. Dabei blieb es bis 3,5 Minuten vor Schluss. Topscorer Josh Holden erlöste die Zuge mit dem Ausgleich zum 4:4. Auch im Penaltyschießen stand es 2:2, als Duri Kamichl anlief und zum dritten Mal für die Zuge traf. Nun musste Walke für Ambrì treffen. Doch Zurkirchen stoch die Scheibe weg und feierte in seinem vierten Spiel mit Zug den vierten Sieg.